Jo Leute, Gottpriester hier. Morgen soll angeblich schon das Blitzanschlag-Update Nummer 3 kommen. Laut den geleakten Informationen soll nun dann endlich der Combined-Arm-Modus und der beliebte Rush-Modus zurückkommen. Außerdem kann man nun endlich die verpassten Waffen und Waffenskins von Tides of War nachträglich aus dem Ingame-Shop kaufen. Der Koop-Modus mit Namen Combined Arms soll nicht nur mit bis zu 3 Freunden spielbar sein, sondern kann auch alleine gespielt werden. In Combined Arms tretet ihr in 8 unterschiedlichen PvE-Missionen auf 4 Karten gegen Bots an. Neben den Verbesserungen am Netcode, TDK und TDD soll es auch eine Verbesserung am Raytracing und am Deep Learning Supersampling, kurz DLSS, geben, die klare Bilder und höhere Auflösungen verspricht. Die letzten 2 Verbesserungen treten aber nur auf dem PC mit entsprechender Grafikkarte auf. Der Netcode wurde so geändert, dass die Konsistenz zwischen TDK und TDD unabhängig von der Netzwerkproblematik der Spieler gewährleistet wird. Das heißt konkret, dass der Trefferschaden immer von der ersten bis zum letzten Treffer korrekt gesteuert wird und die Bindung von Schäden in Klammern Superbullets vermieden wird. Die Anzahl der Schadensaktualisierungen, die in einem einzelnen Paket auftreten können, wurde erhöht. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schaden so schnell wie möglich an den Spieler gesendet wird, um zu vermeiden, dass der Schaden verzögert, ähnlich wie bei Schrotflintenkugeln, ankommt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll der Selbstheilungsbug nicht mehr auftreten, da ein Informationsaustausch zwischen Client und Server verbessert wurde. Leckende Spieler verursachen nicht länger Schaden, wenn sie bereits tot sind. Das bezieht sich aber nur auf die Waffen. Gadgets etc. bleiben natürlich weiterhin nach dem Tod aktiv. Man kann jetzt genauer nachvollziehen, woher die Geschosse kommen. Außerdem wurde die Gesundheitsaktualisierung bei Schaden verbessert. Plantime MKIF und Stuka B1 verwenden jetzt die korrekte Einstellung bei Flugzoom-Radius für die Minimap. Außerdem wurde beim Flakpanzer das Problem behoben, dass die vierläufige EE-Kanone zu viel Damage an Flugzeugen machte. Der Zoom beim Valentin EE-Panzer funktioniert wieder ordnungsgemäß. Der Munitionsbug bei den Plantime-Versionen wurde behoben. Man kann also jetzt wieder ohne Probleme Munition nachtanken. Der Churchler MK7-Tank erleidet jetzt wie vorgesehen Schaden, wenn man ihn auf der Vorderseite und am Heck trifft. Die Geschwindigkeit und der Widerstand aller Panzergeschosse wurde erhöht, dadurch wird der Unterschied zwischen HE und AP-Geschosse größer. Damit kann man mit AP-Geschossen auf größere Entfernungen leichter zielen. Die Panzerung von schweren Panzer gegenüber den Panzerkanonen wurde um 25% erhöht, da der Tiger und der Churchill-Panzer vom ausgerüsteten mittleren Panzer übertroffen wurde. Außerdem waren sie gegen Bedrohungen im Allgemeinen nicht ausreichend überlebensfähig, um ihre geringe Geschwindigkeit und Manövrierunfähigkeit zu rechtfertigen. Die Schadenswerte aller panzerbrechenden Geschosse wurde um 30% erhöht. AP-Geschosse sollen gegenüber den Hash-Geschossen jetzt die bessere Wahl sein, wenn sie gegen Panzer eingesetzt werden, aber nur wenn der Schusswinkel stimmt, in Klammern Frontalschuss. Der Schaden aller Panzergeschosse gegenüber der Infanterie wurde um 12% erhöht. Der Streuschaden der Piat gegenüber Infanterie im Nahbereich wurde leicht verringert. Der Geschossschaden von Flugzeugen mit BK-37 gegenüber Panzern wurde erhöht, selbst wenn der Winkel schlecht sein sollte. Die Brände- oder Sichtungsfackel, die man aus Panzer oder Flugzeugen abwerfen kann, wurde erhöht. Außerdem ist es nicht mehr möglich, Fahrzeuge durch Rauch sichtbar zu machen. Ein seltener Selbstheilungsbug bei Medics wurde behoben. Außerdem wurde der Anzeigebug von Munitionsspoiler und Verbandskits verbessert, sodass jetzt das richtige Symbol angezeigt wird. Außerdem sollten die großen Munitions- und Gesundheitskisten jetzt nicht mehr durch die Spielwelt fliegen. Die Reichweite von Shotguns Ladmunition wurde erhöht, das heißt konkret, die Reichweite von 2 Treffern wurde von 25 auf 30 Meter erhöht und die Reichweite eines Kopfschusses wurde von 35 auf 50 Meter erhöht. Die Nachladezeit der Piat wurde von 2,9 Sekunden auf 2,75 Sekunden reduziert, außerdem kann die Reload-Animation mit den Waffenwechseln nicht mehr übersprungen werden. Bei der KE7 wurde der horizontale und vertikale Rückstoß leicht erhöht, der maximale Schaden der Turner SLMA wurde von 45 auf 40 reduziert. Der Schaden beim Gewehr 1-5 wurde von 40 auf 36 verringert. Weiter noch wurde die Kopfschussreichweite, die nur bei einem Schuss tödlich war, auf nur noch 10 Meter reduziert. Vormals waren es 30 Meter. In Frontier wurde ein Fehler behoben, dass manchmal bei einigen Maps keine Befestigung mehr vorhanden war. Bei Feature soll es jetzt nicht mehr möglich sein, auf die Klippe hochzukommen. Dann gab es noch diverse kleinere Bugfix auf fast allen Maps. Im Bonus Final Stand wurde der Chat für alle nun deaktiviert, um nicht mehr die Position der einzelnen Spieler offen zu legen. Wenn der Squad-Leader auf einen vollen Server joint und in der Warteschleife landet, folgt der Squad nun den Leader, wenn er die Warteschleife verlässt und auf einen anderen Server joint. Jo, das war's erstmal. Ich verlinke euch die vollständige Changelog in der Beschreibung. Denkt bitte daran, dass es sich nur um eine vorläufig geleakte Changelog handelt und diese noch nicht zu 100% von EA bestätigt wurde. Jo, bewertet ruhig das Video und wenn ihr noch mehr Battlefield-Videos sehen wollt, lasst ein Abo da und schaltet die Glocke ein. So bleibt ihr stets auf dem neuesten Stand. Euer Goldpriester. Ciao.